Hallo zu einem weiteren Video mit dem Thema Ostern. Heute kümmern wir uns ein bisschen um die Tischdeko und gestalten hier so kleine süße Hasen aus Teelichtern. Wie das geht, zeige ich euch in diesem Video. Die Produkte aus unserem Online-Shop sind unten in der Infobox verlinkt. Ich bemale ein großes Teelicht mit unseren Kerzenmalfarben in Schwarz und in Rosa. Die Augen male ich direkt aus der Tube. Für die Nase und den Mund verwende ich einen dünnen Pinsel und male jetzt das Gesicht vom Hasen so, wie es mir gut gefällt. Also da könnt ihr ganz kreativ euch das Gesicht überlegen und gestalten. Dann kriegt er nochmal zwei rosa Backen und die Schnurrhaare mache ich jetzt wieder mit dem Pinsel. Je nachdem, aus welchem Wachs euer Teelicht besteht, müsst ihr mit dem schwarzen Pinsel eventuell nochmal nachfahren. Und dann lässt ihr den Hasen so ungefähr 1 bis 2 Stunden trocknen. Die Zeit nutzen wir gleich mal und schneiden uns die Vorlage aus. Ich habe jetzt hier einfach so eine Vorlage aus dickem Karton gebastelt, einen Kopf mit 2 Ohren. Das mache ich eben gern aus dickem Karton, dann kann ich das wunderbar als Vorlage direkt nutzen. Schneide mir die dann aus und bereite mir das somit schon mal vor. Tonpapier, die Kerzenmalfarben, Teelichter, das alles bekommt ihr bei uns im Online-Shop, sowie auch den Heißkleber, mit dem ich jetzt das Teelicht auf die Vorlage klebe. Ich klebe es ein bisschen weiter unten hin, weil hier oben möchte ich gerne mit Trockenblumen so einen kleinen Blumenkranz für den Hasen machen. Da schaue ich mal, wie es mir am besten gefällt und habe jetzt hier auch noch Schleierkraut. Das kaufe ich mir immer ganz gerne und lasse es dann auch trocknen. Das eignet sich für viele Dekorationen und ich bin sonst auch ein bisschen skeptisch mit Kerzen und Trockenblumen. Aber ich glaube, hier kann man das gut vertreten, da es sich wirklich weit außerhalb der Kerze befindet und ja noch durch den Rand gut geschützt ist. So sieht der Hase dann fertig aus. Die Kerzenmalfarbe ist noch ein bisschen feucht, deswegen glänzt sie dann noch. Ich hoffe, die Idee gefällt euch und ist auch was für eure Tischdeko an Ostern. Abonniert doch sehr gerne unseren Kanal. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder dabei seid.